Hallo und herzlich willkommen zu Teil 45 mittlerweile meines Let's Plays zu Dark Souls 2. Und ja, wie ihr seht, wurden wir hier durch das alte Leuchtfeuer beim Eisenkönig hier direkt nach Majula gebracht. Und ja, das würde ich sagen, nutzen wir auch direkt mal, um uns aufzuwerten. Wo ist sie denn? Ah, hier ist sie ja, die junge Dame. Ah, aber ich glaube, ich raste erstmal, weil wir sind ja jetzt schon ganz schön leer. So, tada. Naja, mehr brauchen wir nicht. Okay. So. Dann schauen wir mal. The soul of an old one. Oh. That is more than most undead can say. Oh, danke schön. Estus-Flakon haben wir keinen mehr. Nein, okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal den Aufstieg. So, ja, Belastbarkeit sind wir eigentlich ganz gut dabei. Aber mal gucken, ob wir nochmal einen Zauberslot bekommen. Ah, für zwei Aufstiege, das ist doch... Ich glaube, das mache ich jetzt. Das ist ganz gut. Drei Slots können wir gebrauchen. Dann werde ich noch ein bisschen in Vitalität pumpen. Ja, genau. So... Nochmal einen in Kondition und einen in Geschicklichkeit. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ja, machen wir noch einmal Belastbarkeit, ist auch nicht so verkehrt. Und ich würde sagen, das reicht. Ja. Oh, hervorragend, hervorragend. Na, vielleicht hat sie uns ja noch irgendwas zu sagen. Those who come to Dranglake seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all. Sooner or later. Ja, haben wir auch schon mal gemerkt, ne? That blue knight at the base of the tower. His spirit is already broken. Ach, der da hinten, da oben. Although he does offer sound advice. Perhaps he is a foreshadowing of your own future. Na, garantiert nicht. Okay, so, was könnten wir denn jetzt hier noch erledigen? Ich würde sagen, dass wir jetzt mal zum Sünderhügel zurückgehen, weil wir jetzt den Festungsschlüssel auch haben. Und vorher werde ich mich aber doch nochmal menschlich machen. Ja, super. Ja, wir haben nicht mehr so viel Menschlichkeit, aber das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. So, ich glaube, wir haben auch noch einmal Knochenstaub bekommen. Genau, da ist er ja. So, den verbrennen wir jetzt auch nochmal. Ja, so, den Estus-Flakon haben wir jetzt schon auf plus 3. Sehr gut. Ach so, haben wir schon. Okay. Ja, super. Gut, dann haben wir noch einen Feuersamen, glaube ich, auch im Inventar. Das werde ich jetzt auch nochmal ganz schnell hier versuchen zu verwenden. How have you been? Es ist alles okay. Hat mich ein bisschen genervt, das Eisenschloss, aber es läuft wieder. Und wir haben keinen Feuersamen. Ah, okay, dann habe ich wohl alle benutzt. Gut, hast du sonst noch irgendwas, was wir brauchen könnten? Nein, ich glaube nicht. Nee. Okay. Be safe. So, ich wollte auch noch auf jeden Fall mir einen Zauber bei Straight holen. Das werde ich dann auch noch machen, aber wahrscheinlich erst später. So, jetzt schauen wir uns noch einmal ganz kurz das Inventar an. Von dem guten Morlin, weil der soll ja immer wieder mal sein Inventar aufstocken. You need armor? Go ahead. So, was hat er denn Gutes? Oh ja, ich sehe schon. Hier unten. Der Schmelzer-Dämonenhelm. Oh. Die sind natürlich sehr stark, aber auch super schwer. Also eigentlich jetzt im Moment nichts für mich. Noch nicht.
So, sonst aber nichts außer die Elite-Rüstung, Alva, Königssoldaten. Ah, okay. Brauchen wir nichts. Are you sure? Ja, ja. Ich wünsche dir, dass du alles verkauft bekommst, was du hast. So. Laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. So. Dann schauen wir mal. Wo ist der Sünderhügel? Schattenwald, Irdenspitze, Erntetal. Ah, Sünderhügel. Genau den brauchen wir. Gut. Alles klar, ich würde sagen, bis gleich. So, da sind wir auch schon. Oh, genau. Das war das fiese Leuchtfeuer hier. Na, kommt er jetzt, oder wie, oder was? So. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Lasst mich mal bitte in Ruhe. So. Ja, und du kriegst sie jetzt auch noch, auf jeden Fall. So. Tam tam. Aber hatten wir nicht eigentlich... Ich dachte eigentlich, ich wäre schon am Sünderhügel an einem anderen Leuchtfeuer gewesen. Aber nun gut, ich kann mich auch täuschen. Nee, eigentlich täusche ich mich nicht, aber naja. So, Moment mal ganz kurz gucken. Ja. Nee, Moment mal. Wir waren doch schon da unten bei diesen ganz fiesen, fiesen Kanaillen da. Ich schau noch mal ganz kurz. Die Irdenspitze, Erntetal, Sünderhügel. Nee, wir haben wirklich noch kein anderes Leuchtfeuer aktiviert. Das ist natürlich sehr schade. Aber okay. Kann man nichts machen. Dann geht's los. Ui. Nein, nein. So, du bist es. Und du auch. Zack. Ach, ein Traum, ein Traum. Was verliert ihr eigentlich? Königsschwertkämpfer-Gamaschen. Okay, die Königsschwertkämpfer-Rüstung ist auch recht gut. Aber ich habe mich jetzt an mein Aussehen gewöhnt. Ich finde es ganz schön und... Hat mir Glück gebracht. Nein, nicht wirklich, aber... Hi. Ja, schön nachladen, genau. Ein Lebensstein, ja, den können wir wirklich gut gebrauchen. So, einmal du auch. Du natürlich auch. Ihr kriegt alle euer Fett weg. Ui. Hey, der war knapp. Und ein Stich ins Schwarze. So. Alright. Gut, gut. Runter geht's. Das wird was jetzt. Lukatil wird außerdem auch wieder beschworen. Das haben wir ja schon gesehen, das Rufsymbol hier unten. Aber ich werde mal clevererweise vorher, glaube ich, ein paar Leute noch aus dem Weg räumen, damit das hier nicht ganz so spektakulär wird für die gute Lukatil. So. Ja, komm her, mein Freund. Trau dich. Oh ja, ich sehe schon. Oh, das hat sich aber richtig gelohnt mit der Erfahrung. Mit Geschicklichkeit. Denn ich glaube nicht, dass wir dem so viel abgezogen haben beim letzten Mal, als ich hier war. Ja, du bist böse, ne? Ein böser Skorpion. Oha. Oh, whatever. Eieieiei. Teilen aber ganz schön aus. Nun gut. Ja, okay, ich habe mich getäuscht. Hier ist gar kein Leuchtfeuer. Aber etwas habe ich hier nämlich auch vergessen. Und zwar... Jetzt nämlich...
Das glaube ich. Ja, genau. Okay, okay. Ich gehe nochmal. Oh. Den habe ich nämlich zum Beispiel auch ganz vergessen. Hallo? 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 Oh! Die sind schon ganz schön, also selbst diese kleinen, ach, klein sage ich schon, also selbst diese unbeweglichen sind, oh nee, okay, das hat nicht so gut funktioniert. Ah doch, hat wohl. Ja, eat that. So, und zack, und weg. Und nochmal. Ja. So, ich werde jetzt mal ganz kurz den einen Ring wieder anziehen, damit wir ein bisschen Leben zurückbekommen. Ring des Bindens brauche ich nicht mehr. Ring der Wiederherstellung, ja genau. So, denn wenn alles gut geht, kann ich mich jetzt noch ein bisschen regenerieren. Bis wir dann da sind, wo wir auch hinwollen. So, jawohl. Ah, Ritualband des Nordens und ein Blutungsstein, genau. Das ist es, was ich wollte. So. Hallo? Hier waren doch noch mehr, oder? Ja, hier waren noch mehr. So, vergiften. Ui! Schnell die abhauen. Zack, zack, zack. Ja, wahrscheinlich wäre Lucatil sogar echt eine ganz gute Hilfe gegen die gewesen, aber wie ihr seht, es passt auch. Der gute Giftnebel. Oh, verrecke. Geht doch. Okay. So, ich glaube, einer fehlt noch. Jetzt kommen auch gleich diese Explosionshainis nochmal, das weiß ich auch noch. Genau diese hier. Ah, oh, fiese Leute, fiese, fiese Leute. Ja, da kommt er doch schon. Ja, klar doch. Ja. Puh, war knapp. Aber ihr habt gesehen, was der einen an Ausdauer abzieht, wenn man das blockt. Es ist echt unmenschlich. Aber was erwartet man von unmenschlichen Gegnern, ne? So. Leute. Okay, ich gehe erstmal hier hoch. Ja, hier waren nämlich diese Zellen, wofür ich... So. Ja, genau. Genau so. Ha, sehr schön. Nee, okay. Du bist schon tot. So, was haben wir denn hier? Feuersamen. Wunderbar. Können wir gut gebrauchen. Oh, relativ dunkel, würde ich sagen, hier. Okay, hier ist nichts. Hier können wir auch noch durch. Ja, wunderbar. Ich glaube, da können wir uns einiges sparen. Ne? Ja, genau. Okay, okay. Ich werde jetzt aber nochmal ganz kurz gucken, ob nicht auf der anderen Seite auch noch eine Zelle war, die ich nicht öffnen konnte. Wuhu! Oh, na, zumindest ist noch einer hier, den ich kaputt machen kann. Gut, gut. Fein, fein. Ah, ihr sitzt hier so unschuldig. Okay. Können wir auch nochmal hier öffnen. Ich würde sagen, das reicht, das reicht. Oder Lucatil, mit dem Rest kommen wir klar. So. Platsch, platsch, platsch. Und beschwören.
Hehe, hallo, hallo. My Lady. Ja, ich weiß, ist nur ein Computer, Mitstreiter, aber trotzdem, man soll ja die Höflichkeit nicht verlieren. So, komm, wir gehen hier lang. Ich habe uns den Weg frei gemacht. Lalala, lalala. So, up. Eine Mini-Leiter. Okay. So, diese Fackel werde ich jetzt benutzen. Wo haben wir denn diese Feuerschmetterlinge? Genau, Flammenschmetterlinge, richtig. So. Kaching. Ja, das ist so ein bisschen wie die Streichhölzer, die man überall anmachen kann. Falls ihr die kennt. So an der Schuhsohle oder an der Wand. So, ab mit der Laterne leuchte ich uns den Weg. Sollen wir noch jemanden mitnehmen? Das ist eigentlich. Warum nicht? Andrew. Mignon. Wenn du Lust hast, kannst du ruhig mitmachen. Andrew? Hallo? Ah, spannend, ne? Okay, dann gehe ich schon mal hier so lange. Ja, endlich. Tada. Ah, und ich habe nämlich gesagt bekommen, dass das uns dabei helfen wird, den Raum, in dem wir gleich den Bosskampf haben werden, zu erleuchten, der normalerweise recht dunkel ist. Was dazu führt, dass wir ja, diese Zielvorrichtung, also dieses Einloggen, das hat eine ganz, ganz, ganz kleine Reichweite, nur wenn es dunkel ist. Und durch die Helligkeit, die wir jetzt erlangen. Ja, super. Wo ist er, Andrew? Hallo, hier bin ich. So, ja, das wird er schon merken. So, das machen wir auch noch an. Ach, traumhaft. Oh, Lucatiel, das ist aber nicht gut. Unsere junge Frau. Ah, hi. Ja, genau. Ich komme. Ich komme. Ah, nein, Andrew. Ah, naja, gut. Okay. Ein Mann, der nicht wirklich auf Höflichkeit Wert legt. Oh nein, es ist so traurig, es ist so traurig. Also so ein Quatsch, oder? So ein Quatsch. So, hier, alle, weg mit euch. Du auch. Nein, lasst mich in Ruhe. Ah, na, das ist ja mal überhaupt nicht gut gelaufen, ne? Okay, ich sollte jetzt wirklich mich zurückhalten, ein bisschen mit dem Springen und Jumpen. Mit dem Springen und Jumpen, ja, genau. Damit sollte ich mich zurückhalten. Nee, aber das ist wirklich echt mein Fehler. Mein Fehler. Haben wir eigentlich alles hier? Ey, hallo? Boah, die haben aber eine ganz schön dicke Armbrust am Start. Na, aber dafür müssen sie auch ordentlich nachladen. Ey, hallo? So, was hast du denn? Oh, alltägliche Frucht. Ja, super. Ja, gut. Dann holen wir uns den jetzt mal. Ich schäme mich schon ein bisschen. Das könnt ihr mir glauben. Das ist nicht die Art von Toten, die ich gerne sterbe. Es ist ja wie beim Eisenkönig. Das war auch ein ganz schöner Sprung von mir. La 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 la. Na, dann hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Ich könnte ja auch sagen, ich mache es nur, um Seelen zu sammeln. So, hier, einmal. Hey, hallo?
Ui, der war schon knapp, ne? Ah, zack. Okay, der erste. Und hier war doch noch einer, ne? War der hier? Ja, genau, hier war der. Hohoho. Hallo? Aha, aha. So, einmal. Flop. Und wieder hier oben hin. Tada. Hier einmal vergiften. Weg. Nein, nein, nein. Hau ab. Hau ab. Und stirb. Und zwar jetzt. Genau. Ach, traumhaft. War jetzt hier noch einer? Ich glaube, ja, natürlich war hier noch einer. Na komm, einloggen. So, genau, zack und nochmal. Okay, den Rest versuche ich so und bitte, bitte. Ja, natürlich. Hey, hau ab. Ui, und tschüss. Wow, okay, okay. Ich sehe schon. Springen können sie also auch. Naja. Okay, Lukatil, ich werde dich jetzt einfach mal holen. Hab jetzt keine Lust, gleich wieder zurückzukommen. Außerdem nehmen wir jetzt eh eine kleine Abkürzung. Ich hoffe, dass die offen geblieben ist, ehrlich gesagt. Lukatil of Mira. Ja, du bist es doch. Genau, genau. Haha. Ja, komm her. Doch. Und ab hier hoch. Komm mit. Zack. Dich machen wir auch noch kaputt auf dem Weg. Das müsste auch reichen. Ah. Ja, und Gott sei Dank habe ich die Fackel jetzt hier angemacht, denn da die nicht mehr ausgehen. Aha. Aber Moment mal. Die leuchten doch bestimmt schon. Ja, die leuchten schon. Ich sehe es. Ich sehe es. Na gut. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch jemanden, der mit uns hier... Ah, vielleicht ist der Andrew ja wieder da. Nee, Orion. Hm, auch gut. So. Das verlorene Seelengut auch nochmal schnell mitnehmen. Und jetzt warten wir mal ganz kurz. Oh, ich stelle mich einfach mal hier hin. Um ihn gebührend zu empfangen. Hallo? Ja, ja, warten, warten. Ach, ein Traum. Da ist er ja schon. So, hallo. Schön. So, njam, 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 njam. Okay, ich glaube, wir können. So, viel Spaß, Leute. Wow.
geborene Sünderin also. Und, ja, ist das schön, zu dritt. Ich glaube, ich halte mich mal ein bisschen zurück, wollte ich sagen, aber nein, nein, nein. Ja, okay, ich halte mich zurück, ich halte mich zurück. Jam, 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 jam. Ah, ich mache lieber volle Energie. So, komm her. Wow. Oh, hier, zack. Nett, hörst du auf? Hörst du auf, Lucatil fertig zu machen? Huh, wo ist sie? Wo ist sie? Ach, das war's schon, na, traumhaft. Ach ja, jetzt war's das. Hehehe. Große Seele umarmt. Lala. Ja, wunderbar. Super gut. Das ging ja echt besser, als ich gedacht habe. Aber wie gesagt, zu dritt. Ja. Wäre auch hart, wenn das nicht so gut geklappt hätte. So, ist hier noch irgendwas? Irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Nee. Sieht nicht so aus. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt durch die verschlossene Tür, an der ich gerade vorbeigelaufen bin. Nehme ich mal an. Ja, na, gehen wir mal. Wow, übrigens sehr schön. Ja, das sind übrigens die Dinger, die wir angemacht haben von außen. Einmal hier oben, einmal dort. Ansonsten ist es, glaube ich, echt hier stockefinster. Ich hätte euch das ja gerne mal gezeigt, hätte ich nicht Angst gehabt. So, open the gate. Yes. Ah, ist irgendjemand da? Das sieht auch schon wieder hier alles nach Geheimtüren aus, ne? Oh! Eine Truhe. So, was haben wir hier? Duftzweig und Elisabethpilz. Ein Elisabethpilz, Hatten wir auch noch nicht. Gucken wir mal ganz kurz. Elisabethpilz. Stellt eine Menge TP allmählich wieder her. Aha. So, die heilige Elisabeth widmete ihr Leben den Hilfsbedürftigen und fertigte Medizin und Tränke für sie. Ihre Schönheit entsprach angeblich ihrer Tugend. Doch wer weiß, ob das stimmt. Das stimmt. Gut. Erzeugt beim Essen ein Gefühl der Euphorie und stellt eine hohe TP-Menge nach und nach wieder her. Ja, gut. Schön, 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 schön. So, haben wir hier irgendwas? Links, rechts? Nein. Ich würde ja hier gerne nochmal alles absuchen. Das dauert immer so lange, ne, mit diesem ganzen Rumgeklicker. Also manchmal, die sehen schon sehr danach aus, ne? So die Maserungen an der Wand. Mir ist schwer zu sagen, ob es jetzt eine Tür ist oder nicht. Manchmal spielt einem ja auch der Verstand so einen Streich und auf einmal siehst du überall nur noch, könnte einer da sein, könnte einer sein. Aber okay, reisen wir mal ab. Das Urleuchtfeuer, ja, das ist genau wie in der Eisenfestung. Also wie beim alten Eisenkönig. Und deshalb, zack, wieder zurück nach Majula. So, Leute, das war auch ein schön erfolgreicher Teil und ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis denn, euer Smurlock. Bye, bye.